Willkommen zu einem kleinen Speedrun. Und zwar habe ich mir gedacht, ich mache mal so ein kleines Projekt. Und zwar spielen wir Minecraft 15W 39C. Das ist das Snapshot von der 1.9. Und wir werden jetzt in eine Singleplayer-Welt gehen. Hier habe ich schon ein bisschen getestet. Im Survival. Und ohne Seed, also es wird ein Speedrun, das heißt, es geht darum, so schnell wie möglich den Enderdrachen zu besiegen. Und ob ich alle drei Bosse mache, beziehungsweise alle vier, wenn der vierte noch geaddet wird. Wahrscheinlich, aber ob ich alle drei Bosse mache, das werde ich dann mir noch entscheiden. Und dann würde ich sagen, starten wir mal. Ich nenne die Welt Speedrun. Und dann geht's los. Ich werde am Anfang direkt ein paar Einstellungen machen müssen. Wegen deins. Nein. Und ich wollte mir eigentlich noch das Rezept für ein Schild angucken. Ich habe es jetzt aber vergessen, das zu tun. Ja. Ich spawn direkt mit einem Birkenbaum im Gesicht, das ist sehr schön. Hier, das ist schon da. Dann noch Controls. Okay, es passt schon alles. Leckt das? Das ist ja gar nicht schön, nicht akzeptabel. Boah, das ist ja nicht schön. Aber das wird in der nächsten Folge wahrscheinlich nicht mehr so sein und ich hoffe, es legt sich auch. Ich wollte es nur direkt starten, damit ihr nicht denkt, dass ich irgendein Seed genommen habe und dann schon alles weiß. Das ist echt laggy gerade. Aber es ist halt ein Snapshot, da wird auch klar darauf hingewiesen, dass es nicht so stabil ist. Deswegen. Damit müssen wir erstmal klarkommen. Aber eigentlich sollte das kein zu großes Problem sein, wenn wir erstmal hier weg sind und ja. Leider, also ich hoffe, dass einiges noch gefixt wird, weil es kann ja nicht sein, dass eine Steinaxt so viel Schaden macht wie eine Dia-Axt. Das ist ja aktuell noch so, glaube ich. So, dann gehen wir direkt unter die Erde. Ah. Und hier sehen wir, das macht 2 Attack Damage. Das ist überhaupt nicht viel. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Too much lags in the world. Off. People, right no. Hilfe. Also ich hoffe, es ist nicht zu schlimm anzusehen für euch, weil es laggt schon extrem. Ja. Wie gesagt, es ist halt ein Snapshot, da muss man da noch halbwegs drüber sehen. Wenn's zu schlimm ist, dann könnt ihr es mir ja in die Kommentare schreiben. Und dann, ja, werde ich schauen, ob man das Projekt weitermachen soll. Da vorne ist Zuckerrohr, das ist perfekt. Aber zuerst hole ich mir das Eisen, das da unten ist. Also die Blöcke sind teilweise echt unsichtbar. Hilfe. Ach ja, Difficulty spielen wir auf normal. Da locke ich mich mal drauf. Und es wird aber kein Hardcore sein. Also wenn ich sterbe, ist es nicht vorbei. Außer ich sterbe beim Enderdrachen. Dann mal sehen, wie wir es dann machen. Weil das ist halt extremste Zeitverschwendung dann.
Und wir wollen ja Speedrun machen. Dann holen wir uns direkt mal das Zuckerrohr. Braten währenddessen Stein. Ah, es ist echt nicht schön, dieses. Ah, wir haben schon genug Stein. Perfekt. Das sind auch Schafe. Das ist das Allerbeste, was uns passiert ist. Also eigentlich sind wir hier ziemlich gut gestartet mit Zuckerrohr und fliegendem Zuckerrohr. Also fliegendes Zuckerrohr ist auf jeden Fall das, was man sich so wünscht. Ich weiß nicht, wieso sich da meine Attack Bar aufgeladen hat. Ach ja. An diesen Damage, da muss man sich auch erstmal gewöhnen, dass man die nicht spammen kann. Alter. Laggy, erste Folge. So wird das heißen, diese Folge. Hilfe, Hilfe. 3 Wolle braucht man, glaube ich. Obwohl man braucht eigentlich Holz. Ich habe echt keine Ahnung, wie man ein Schild craftet gerade. Weil das Crafting-Rezept hat sich ja verändert nochmal. Ich werde mir 6 Wolle besorgen, weil ich glaube, man braucht 3 für ein Schild und 3 für ein Bett. So wäre es dann auf jeden Fall perfekt. Wenn ich Jump'n'Run-Skills hätte, dann hätte ich das Schaf töten können. Allerdings war das nun leider nicht der Fall, wie es aussieht. So, dann habe ich jetzt auch 6 Wolle und renne mal schnellstens zum Ofen zurück. 7, das ist sehr wunderbar. Holz. Das wird nur noch dieses eine Holz maximal brauchen, wahrscheinlich nicht mal. Dann lege ich 7 hier rein für diese da. Dann crafte ich mir mal eine gute Waffe, weil 9 Attack Damage. Der Speed ist nicht so gut, aber es macht halt 9 Attack Damage. Mal gucken, wie viel das Schwert macht. Das macht 6, hat aber dafür einen sehr höheren Attack Speed. Wir werden jetzt einfach 1.9 Style machen und eine Axt benutzen. Auch wenn das nicht so viel macht. Ich guck mal, ob so ein Schild geht. Vielleicht andersrum. Ich habe echt keine Ahnung. Vielleicht so? Ja, okay, so geht's nicht. Dann werden wir das Schild wohl erst in der nächsten Episode haben und besitzen. Es sei denn, ich google jetzt einfach frech, aber das werde ich wahrscheinlich nicht tun. Da sonst es wahrscheinlich auch Probleme mit der Aufnahme gibt und das möchte ich nicht. Nein. Liegt da vorne noch? Nein, das Zuckerrohr war ja. Und ich habe keine Optifine. Und ja. Ich nutze die Zeit jetzt einfach mal. Wobei, ich glaube, ich nehme mir Birkenholz. Weil. Nicht weil es schön ist, sondern weil ich schon Birkenholz habe. Das ist echt praktisch. Auf CatCon gefällt mir das ja relativ gut, dass man halt als Waffe eine Axt hat und somit sich den Slot für das Schwert erspart. Und das tut man jetzt in der 1.9 auch. Auch wenn die Axt macht auch mehr Schaden, nur sie macht auch weniger Schaden. Es ist ein ewiger Teufelskreis der Mythologie. Alter, ich laber too much Müll. Hilfe, Leute. Wir werden direkt mal eine Höhle suchen. Und gucken, ob wir denn. Jo, eine Höhle wäre schon nice, weil dann ersparen wir uns auch die Zeit mit Strip Mine. Ah, ein Darkwood-Biom. Wunderschön.
Da sind Hühnchen, die werde ich mal mitnehmen. Leute, ich hoffe, es ruckelt nicht zu sehr. Wahrscheinlich wird es unerträglich sein zum Ansehen. Dafür entschuldige ich mich. Aber es ist ein Snapshot. Verzeiht mir, es liegt nicht an mir. Ich bin nicht schuld. Gebt einfach Mojang die Schuld. Schreibt denen einfach eine PN, wo so drauf steht, warum macht ihr nicht alles perfekt? Wieso seid ihr ein Mensch? Wieso macht ihr Fehler? Das ist ja nicht in Ordnung, weil man macht keine Fehler. Alles muss perfekt sein direkt. Da ist ja auch schon eine Höhle. Danke, Hühnchen, dass ihr mich zur Höhle gefahren habt. Aber, jo. Die Folgen werden so für circa 10, 15 Minuten sein. Ich habe eine Axt. Das wollte ich nur mal so anmerken, dass ich eine Axt habe. Weil ihr wisst das ja nicht, das weiß ja nur ich. Eigentlich genau andersrum. Entschuldigung für die Geräusche. Ich war nur gerade extremst verwirrt. Weil hier extrem viel Zuckerrohr ist. Ich hätte in Varo auch gerne extrem viel Zuckerrohr gehabt. Dann hätte ich nämlich auch Speedtränke gehabt. Da könnt ihr euch hier mal die Folge von der Tee angucken. Das war sehr traurig. Da bin ich nämlich gestorben. Weil er Tee zu viele Drogen genommen hat. Natürlich war das nur ein Spaß. Da vorne ist ein Plains-Biom. Vielleicht finden wir ein Pferd, was wir dann nehmen können. Ich glaube, es wäre. Wow. Diese Welt sieht extremst schön aus. Also schade, dass das ein Speedrun ist, aber so ein normales Let's Play wäre halt irgendwie langweilig gewesen. Ich denke, ich gehe unter die Erde, sobald ich eine Kuh habe. Denn dann kann man unter der Erde direkt verzaubern. Alles. Denn es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir mit Eisenrüstung zum Enderdrachen gehen, was vielleicht ein Fehler sein wird, weil in der 1.8 ist der Enderdrache ja nicht so stark. Aber in der 1.9 ist er definitiv zu einem würdigen Endgegner geworden. Zumindest soweit ich das gesehen habe. Ich habe ihn jetzt selber noch nicht besiegt oder gegen gekämpft. Es ist auch gerade so das erste Mal, dass ich 1.9 wirklich spiele. Ich habe es davor halt maximal 5 Minuten gespielt insgesamt, seit es die Snapshots gibt. Und ich bin jetzt schon runtergelaufen ohne Leder, aber egal, YOLO. Müssen wir halt noch Kühe suchen dann? Genau, Bogen und so brauchen wir ja auch. Also, wir brauchen richtig, richtig viel Zeug. Und, jo. Hier ist Eisen, da vorne ist Lava. Mal gucken, ob es dort vielleicht direkt schon Dias gibt. Das wäre. Sehr hohes Eisenvorkommen, wie es scheint. Und haben wir direkt Dias in der ersten Folge? Hier oben zumindest nicht. Und da, hier sehe ich auch keine. Ich habe das Eisen nicht übersehen. Ich hoffe, das fällt jetzt nicht in die Lava. Springen wir mal schnell da runter. Jetzt. Oh! Es war dezent knapp, aber nur dezent. So, jetzt ist die Lava hier auch weg. Nehmen wir noch das Eisen weg, schauen da vorne und dann denke ich, war's das für die Folge. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, von der Idee. Vielleicht noch irgendwelche zusätzlichen Ziele, damit es ein bisschen spannender wird, die ich erreichen soll.
Und ja. Ich höre hier ein Skelett und falle in eine Schlucht. Das Skelett hier, das sieht auch viel menschlicher aus. Also das hält den Bogen jetzt wirklich auch ganz so, ja, eigentlich genauso wie wir. Also es ist jetzt ein richtiges Menschenskelett. Dann würde ich sagen, baue ich mich hier ein erstmal mit einer Fackel, wenn ich Sticks hätte. Dann schmelzt sich hier wahrscheinlich das Eisen. Ich weiß nicht, ob ich das offscreen machen soll, aber wahrscheinlich eher nicht, weil YOLO und so. Ich stelle, glaube ich, den zweiten Ofen auf, damit wir uns Zeit ersparen. Dann würde ich sagen, war es das für die Folge. Ihr könnt mir in die... Ja, ich werde offscreen gucken, wie man ein Schild macht. Dann haben wir das nächste Folge. Und dann... Ciao!